1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu unserer Freitagnacht-Ausgabe, die wie immer auch heute offen ist, offen, ganz offen für alle eure Themen. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist 25 Jahre alt und heißt Nina. Hallo Nina. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Hallo. Um was geht's bei dir? Es geht darum, dass ich im Februar einen Schwangerschaftsabbruch hatte. Mhm. Und ich dachte schon so, dass ich darüber weg bin, aber es kommt immer wieder hoch, weil ich es eigentlich auch gar nicht wollte. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du denn die Schwangerschaft abgebrochen hast? Und zwar bin ich in einer Affäre seit 2 Jahren. Mhm. Und Affäre heißt Affäre, also keine Liebesbeziehung. Ja. Ja. Also ich bin mit jemandem zusammen, der Familie hat, und also Frau und Kinder. Ach so. Und und dann haben wir halt da überlegt und eigentlich wollte ich das gerne behalten, das Kind. Mhm. Und er eigentlich auch, aber dadurch, dass er halt seine Familie hat, meinte er, das ginge nicht. Mhm. Und auch wegen seiner Kultur, weil er halt, er ist Türke. Mhm. Und für sie geht ja wohl die Familie vor, sagte er. Und ja, und dann musste ich mich halt dazu entscheiden, dass ich das abtreibe, das Kind. Das ist eine interessante Formulierung. Du musstest dich dazu entscheiden. Ja, also er wollte schon. Also ich habe auch lange überlegt. Ich habe auch bis zum letzten Termin gewartet. Mhm. Und hat er dich unter Druck gesetzt? Ein bisschen, ja. Wie hat er das gemacht? So nach dem Motto, ja, es würde nur Probleme geben. Und es war auch einmal so weit, dass er gesagt hat, falls ihm das mal in den Kopf kommt, würde er mir das Kind wegnehmen und später und sowas dann halt. Mhm. Und dass das halt nicht ginge, weil wir auch in der gleichen Straße wohnen und so. Und dass dann Familiengefahr dann wäre, falls es rauskommen würde. Und hat er dir persönlich auch gedroht, wenn du es bekommst, dann mache ich irgendetwas mit dir, mit Nina? Nein. Das nicht? Das hat er nicht, nein, das hat er nicht. Er hat zu Anfang gesagt, das müsste ich wissen. Mhm. Am Anfang. Und weil ich dann halt ziemlich viel überlegt habe, auch ob ich das, Kinderwunsch ist bei mir auf 100%ig da. Mhm. Nur in meiner momentanen Situation auch finanziell. Also ich habe es ja auch ganz klar, aber finanziell ist auch ein bisschen schwierig. Dann dachte ich mir, vielleicht schaffe ich das selber gar nicht. Mhm. Und aber das Ausschlaggebende war, dass der Mann dich so sehr unter Druck gesetzt hat. War, ich wollte nicht, dass er Probleme kriegt mit seiner Familie. Hat er denn dir auch angedroht, dass er den Kontakt abbricht, wenn du das Kind bekommst? Nein, das habe ich gemacht. Wie, das hast du gemacht? Ich habe gesagt, falls ich das Kind wirklich bekommen sollte, möchte ich mit ihm nicht mehr zusammen sein. Er könnte schon das Kind sehen, nur ich möchte mit ihm nicht dann mehr zusammen sein. Das ging mir sowieso nicht. Mhm. Ich wäre nur für das Kind da, wir könnten uns nicht mehr treffen. Mhm. Und dann hätte das keinen Sinn mehr mit uns. Also das Kind hätte ich dann ja rausgelassen. Aber es überhaupt zu der Schwangerschaft gekommen? War so, dass ich schon seit 9 Jahren auch die Pille nehme. Also ich habe die Pille schon genommen. Mhm. Und hatte dann eine Frauenärztin dazu gesagt, dass halt meine Gebärmutterschleimhaut sehr, sehr dünn ist. Mhm. Und dass ich wohl diese Pille wohl nicht mehr richtig helfen würde. Mhm. Und dann hatte ich eine Umstellung mhm. in einer neuen Pille. Und dann hat sich das wohl so ergeben, ich weiß es nicht. Ich habe das ja auch selber ziemlich spät erfahren. In der siebten Woche war das. Mhm. Und dann, Also während dieser Umstellungszeit ist das passiert? Genau, ist das passiert. Und da hast du dich dennoch auf die alte und neue Pille verlassen und hast nicht anderweitig darauf bestanden zu verhüten. Mhm. Genau. Was ist denn das für eine komische Beziehung? Seit 2 Jahren hast du die Affäre mit diesem Mann. Mhm. Ich möchte mal auf das Wort Affäre, Beziehung ein bisschen näher kommen.
Was ist das für eine Beziehung? Beschreib sie mir. Also es ist schon so, dass wir uns täglich sehen. Mhm. Tagsüber nicht so oft, weil er auch arbeitet, ich ja auch. Und halt es immer meistens abends ist. Ja, was für Gefühle hast du zu diesem Mann? Jetzt ist es schon Liebe. Jetzt ist es schon Liebe? Ja. Und von seiner Seite aus zu dir? Sagt er auch, er wird mich lieben. Hat diese Liebe, nennen wir es jetzt mal Liebe, was euch verbindet, eine Zukunft? Nein. Weil? Er nie seine Familie verlassen will. Liebt er seine Frau? Nein, seine Kinder. Und er würde gegenüber seinen Eltern, in der Türkei, das Gesicht verlieren. Das muss für dich doch eine sehr, sehr schmerzliche und vertrackte Situation sein. Ja. Das heißt, du liebst einen Mann, der sagt, er liebt dich auch, aber letztendlich nimmt er Rücksicht auf seine familiäre Tradition. Genau, ja. Und lässt dich im Prinzip fallen. Mhm. Und hat dich jetzt sogar so unter Druck gesetzt, dass du etwas getan hast, was du eigentlich, so habe ich es verstanden, von deinem Herzen her nicht tun würdest. Ja. Hm. Trübt das nicht auch das Bild, das du von diesem Mann hast? Ja. Das verstehe ich. Extrem sogar. Ja, das würde es bei mir auch. Hm. Die Abtreibung war im Februar, sagst du? Ja, genau. Wie oft denkst du daran, dass du dein Kind abgetrieben hast? Meistens, wenn wir immer Streit haben oder so, dann kommt es extrem hoch. Mhm. Und die erste Zeit war es halt so, dass ich schon puren Hass hatte auf die Frauen, die Kinderwagen geschoben haben draußen. Mhm. Ich konnte nicht mehr rausgehen in Ruhe. Ich wurde immer konfrontiert mit Kindern. Mhm. Und wie hast du dich gefühlt direkt nach diesem Eingriff? Alleine. Er war nicht dabei? Er war schon dann immer die Tage danach da und war auch mal hier, hat mir geholfen und so. Mhm. Aber das war trotzdem nicht das, was ich so wollte. Mhm. Er musste immer wieder zurück, ja, zu seiner Familie. Wie soll es jetzt weitergehen, Nina? Ich weiß es nicht. Ich liebe ihn halt. Ich möchte mit ihm zusammen sein, obwohl ich weiß, dass es keine Zukunft hat. Mhm. Aber irgendwie. Du bist ganz sicher, dass da nicht noch irgendwas aufbrechen könnte bei ihm? Du bist ganz sicher, es hat keine Zukunft. Er wird seine Familie nicht verlassen. Ganz sicher auch nicht. Also er war schon mal jetzt in kurzer Zeit mal 2 Wochen da. Mhm. Bei dir? Bei mir. Also er war schon mal früher, wo die Familie dann halt in der Türkei war, war er mal 1-2 Monate da bei mir. Na gut, das ist keine Kunst, wenn die Familie weg ist. Genau, aber so war er dann auch schon öfters hier. Obwohl er dann auch ziemlich viel Probleme zu Hause dann hatte, wenn er dann wieder zurückkam. Aber die Frau, seine Frau weiß davon nichts, dass es dich gibt? Nein, sie weiß nicht, sie ahnt es im Moment. Ja. Darum haben wir im Moment nicht mehr täglich Kontakt. Also Nina, ich will dir mal sagen, ich finde das sehr schlimm, wenn ein Partner eine Frau derartig bedrängt, dass sie abtreiben soll. Mhm. Da gibt es keine Entschuldigung für. Mhm. Keine. Das ist eine. Das andere ist, dass du wirklich dir sehr, sehr im Klaren darüber sein musst, wie lange du das noch mitmachst. Mhm. Denn das ist für dich eine extrem nervenzehrende und aufreibende Sache. Ja. Und der Höhepunkt war jetzt erreicht im Februar. Ja. Das war wirklich der Höhepunkt. So etwas darf nie wieder passieren, finde ich. Mhm. Wenn du so einen Schritt gehen willst, dann musst du das von dir aus wirklich, von deiner Überzeugung aus wollen. Und da darf keiner von außen reinquatschen. Ja, ja. Ich bereue es auch ganz stark jetzt. Ja. Ganz stark. Die erste Zeit konnte ich nicht in den Spiegel gucken. Ich, ich habe mich jetzt also wie so eine Mörderin gesehen, weil es hat ja schon, es lebt ja. Spricht er denn mit dir noch darüber, oder ist die Sache für ihn abgehakt? Teils, teils. Kommt drauf an, also wenn ich mal wieder irgendwie ankomme, manchmal hat er so eine Laune, sagt, ach, das ist vergessen, jetzt fängst du schon wieder damit an. Mhm. Und auf der anderen Seite plagen ihn auch noch so Schuldgefühle halt. Ich finde, dass nach 2 Jahren, wenn man 2 Jahre so eine Verbindung hat, von seiner Seite aus gesehen, muss etwas passieren. Mhm.
Weil er verhält sich ja nicht nur dir gegenüber sehr unkorrekt, sondern eben auch seiner Frau gegenüber. Ja. Er ist ja, er lügt in alle Richtungen. Er lügt seine Frau an und er lügt zwar dich nicht an, aber er mutet dir ein Leben zu, was einfach unwürdig ist in einer Liebesbeziehung. Das heißt, er ist derjenige, der die meiste Schuld da trägt in der Situation. Was die Abtreibung anbelangt, trägst du die Schuld genauso. Ja. Denn du bist eine erwachsene Frau und du hättest auch dagegen dich entscheiden können. Ja. Entscheide bald, was du willst. Und ich finde, dass du auch da wieder ihn unter Druck setzen könntest. Was heißt unter Druck setzen? Das hört sich immer so negativ an, dass du ihm sagst, ich kann es so nicht, ich kann das nicht mehr. Ich möchte eine Perspektive haben und wenn die nicht geht, dann gehe ich, wenn es mir auch noch so schwer fällt. Aber alles andere ist Selbstzerstörung. Ja, merke ich gerade. Das musst du für dich entscheiden und das musst du dann aber auch wirklich durchziehen. In der Hoffnung vielleicht, dass er wachgerüttelt wird dadurch, aber es kann auch sein, wie du es geschildert hast, dass er aus Angst vor den Konventionen zurückgeht und dich laufen lässt, dich fallen lässt. Aber dann sagt das ja auch so viel aus über sein wirkliches Gefühl zu dir. Wäre das atemberaubend groß, wäre dieser Mann bei dir. Stimmt. Liebe Nina. Mehr kann ich nicht sagen dazu. Das musst du bald entscheiden. Und bald, ich finde bald, das ist schon überfällig. Ja. Wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören, Nina. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer, die kostenfrei natürlich für euch ist, wenn ihr uns gerne anrufen wollt. Oder mailt uns domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben. Herzlich willkommen, Gabi. Gabi ist 57. Hallo, Gabi. Hallo, Domian. Hallo, Gabi. Was ist dein Thema? Domian, wir haben heute vor drei Wochen schon mal miteinander telefoniert. Und da hatte ich kurz vorher erfahren, dass mein Mann an Krebs erkrankt ist und wohl nicht mehr lange zu leben hat. Und am nächsten Tag stand das Aufklärungsgespräch mit dem Arzt bevor. Ich erinnere mich sehr gut. Ich erinnere mich sehr gut. Und morgen ist mein Mann gestorben. Heute ist der Mann gestorben. Ja. Nach 3 Wochen. Ja. Ist er zu Hause gestorben? Nein, es war eigentlich angedacht, dass er nach Hause kommt. Und er war in einer Lungenfachklinik und ich hatte mir da ein Zimmer genommen. Ich war die ganze Woche bei ihm, er war vorher in einem anderen Krankenhaus und ist dann von da aus in diese Lungenfachklinik verlegt worden. Er hatte, wenn ich mich recht erinnere, Bronchialkrebs. Genau. Ja. Genau. Und ich bin dann heute Morgen, habe meine Sachen gepackt, weil ich nach Hause musste, weil die Geräte alle kamen, weil das Pflegebett kam und all das, was ich so zur Pflege brauchte. Und er sollte um 12 Uhr mit dem Krankenwagen dort abgeholt werden und nach Hause gebracht werden. Und ich war noch in einem Sanitätshaus, um ihnen einen Duschhocker zu kaufen. Und in dem Moment kriege ich den Anruf, dass er verstorben ist. Noch bevor er losfahren konnte? Ja, ja. Das heißt, das war auch dann für die Ärzte, trotz der Schwere der Krankheit, unerwartet? Dass ja, er hat wohl eine Lungenembolie gehabt. Was hast du dann getan? Was habe ich getan? Ich habe meine Kinder angerufen. Mein Sohn, der war in Österreich. Er wollte eigentlich auch gar nicht fahren, aber mein Mann hat ihm gesagt, tu mir den Gefallen und fahr, sowas erlebst du nie wieder. Und er hatte Mittwoch bei ihm auf dem Bett gesessen und hat gesagt, Papa, ich habe Angst, dass ich dich nicht wiedersehe. Und es ist auch leider eingetroffen. Bist du, nachdem du die Nachricht bekommen hast, dann in das Krankenhaus gefahren? Ja. Ich hatte meine Tochter angerufen, die ist von der Arbeit gekommen und ich habe einen Freund angerufen, wir beide nicht in der Lage waren, ein Auto zu fahren. Und der hat uns dann dorthin gebracht. Und mein Bruder ist dann auch noch von seiner Arbeit gekommen. Und dann konnte ich mich dann noch von ihm verabschieden. Das heißt, er lag noch im Krankenzimmer? Ja, die haben ihn dort liegen lassen. Und du hattest die Möglichkeit, dann ihn zu sehen und dich von ihm zu verabschieden? Ja. Das tut mir sehr, sehr leid, Gabi. Von Herzen tut es mir leid. Wirklich. Ich wusste
ja, dass seine Lebenszeit sehr begrenzt war und es ging ihm auch sehr schlecht die letzte Zeit. Er hat sich nur von mir versorgen lassen. Ich habe ihn dann morgens gewaschen und angezogen und ihn abends geduscht und alles gemacht, damit es ihm gut ging. Als wir vor ein paar Wochen miteinander telefoniert haben, da stand das ja an, dass du am nächsten Tag ihm diese schlimme Diagnose sagen solltest. Der Arzt hat es dir ja zuerst alleine gesagt. Ja. Wie hat er denn das aufgenommen, als du es ihm gesagt hast? Hast du es ihm überhaupt gesagt am nächsten Tag? Ja, mit dem Arzt zusammen. Der Arzt hatte uns dann in einen Ultraschallraum bestellt und hatte dann Ultraschall von der Leber gemacht, um ihm zu zeigen, wovon er spricht. Ich bin gelernte Kinderkrankenschwester und als ich diese Ultraschallaufnahmen gesehen habe, da ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Die Leber war voller Metastasen. Und er hat ganz anders reagiert, als ich gedacht hatte. Du hattest so Angst, ne? Du hattest Angst, dass er zusammenbricht und dass er das nicht verkraftet. Wie hat er reagiert? Er war ganz still und ich habe das Gefühl gehabt, was er mir auch hinterher bestätigt hat, fühlte sich gar nicht angesprochen. Er fühlte sich überhaupt nicht angesprochen. Und der Arzt hatte dann zu ihm gesagt, dass er seine Lebenszeit sehr begrenzt ist. Und ich habe dann am nächsten Tag, wir saßen im Krankenzimmer am Fenster und haben wieder über belangloses Zeug geredet und dann habe ich ganz vorsichtig versucht, das Gespräch in diese Richtung zu lenken. Und da hat er zu mir gesagt, dachte, wir wären geboren, um zu sterben. Und wenn der liebe Gott sagt, deine Zeit ist abgelaufen, dann kannst du nicht widersprechen, dann musst du gehen. Das hat er gesagt? Ja. Das ist aber eine große Haltung, wenn er das so sieht. Das heißt, er ist ganz tapfer mit der Diagnose umgegangen. Ja. Und gar nicht innerlich zusammengebrochen. Nein, überhaupt nicht. Obwohl, es kamen ja noch mehrere Hiobsbotschaften. Dann haben sie festgestellt, der Lungenfachklinik haben sie ihn dann nochmal im Kopf gestellt, dass er eine Wirbelsäule Metastasen hat, im Becken Metastasen hat. Er hatte ganz dicke Beine bekommen, weil das Herz einfach das nicht mehr geschafft hatte, das alles in Gang zu halten. Und sein großes Ziel war unser geplanter Sommerurlaub, da hat er sich dran geklammert und immer gesagt, da will ich hin und daraufhin, da arbeite ich hin. Was war denn geplant? Wir wollten Ende Juli für 3 Wochen an die Nordsee fahren, wo wir schon seit 1981 hinfahren. Das war für ihn wie nach Hause kommen. Und ich hatte es gestern noch geschafft, ein Gespräch mit einem Seelsorger zu organisieren, der leider ein paar Tage im Urlaub war, aber dann doch gestern da war und er wollte da erst gar nicht so richtig dran. Und ich hatte ihm gesagt, dass mir das sehr wichtig wäre, mit ihm ein Gespräch mit dem Seelsorger zu führen. Also, dass dein Mann ein Gespräch mit dem Seelsorger führt? Ja, mit mir zusammen dann. Und ist das gestern passiert? Das ist gestern gelaufen. Das ist dann ja auch fast wie eine Fügung, dass das gestern dann noch passiert ist, das Gespräch. Wie verlief dieses Gespräch? Erstaunlich ruhig. Erstaunlich. Es sind dann Themen angesprochen worden und die ich mit meinem Mann bis dahin so unter 4 Augen noch nicht geschafft hatte. Wir haben immer beide um den heißen Brei herumgeredet. Was waren das für Themen? Es ging auch darum, wie begrenzt seine Zeit ist. Es ging darum, wie das hier zu Hause läuft, ob er sich bereit erklären würde, wenn ich die Pflege alleine nicht mehr schaffe, eventuell auch in ein Hospiz zu gehen oder auf eine Palliativstation zu gehen. Und da war er erstaunlich offen. Wir hatten diese Thematik vor 3 Jahren schon bei meiner Mutter, die ist an Leukämie gestorben und da haben wir gemeinsam auch diese Sachen geregelt. Es war ihm also nicht fremd. Ja. Aber selber davon betroffen zu sein und selber zu überlegen, ob man das ist, was ganz anderes. Natürlich. Aber im Rahmen dieses seelsorgerischen Gespräches gestern ist das alles angesprochen worden und er hat ganz ruhig reagiert. Ganz ruhig. Ich habe zwar gemerkt, es standen die Tränen in den Augen und seine Stimme, die zitterte. Und der Seelsorger sagte mir dann auch heute, als ich dann wieder in die Klinik kam, war er bei ihm. Und er sagte, ich habe gestern auch das Gefühl gehabt, er wusste genau, was los war. Er wusste das. Er hatte nämlich gestern Abend, als ich ihn dann versorgt hatte, auf der Bettkante gesessen und hat zu mir gesagt,
mit mir was sein sollte. Du weißt ja, dass ich verbrannt werden möchte. Und da war für mich klar, dass er das wusste. Mhm. Nur, dass es jetzt so schnell geht, ne? Da hat keiner mitgerechnet. Das ist auf der einen Seite natürlich ein Schock für die Angehörigen und für die ganz nahen Menschen, für dich auch. Ja. Auf der anderen Seite, in Anbetracht der sehr schweren Erkrankung, wie du sie gerade geschildert hast, hätte er sehr, sehr leidvolle Wochen oder Monate vielleicht noch vor sich gehabt. Die letzte Woche war eh schon eine Quälerei für ihn. Der konnte ja fast gar nichts mehr. Ich habe ihn nur noch im Rollstuhl gefahren. Er konnte sich nicht mehr alleine waschen, sich nicht mehr alleine anziehen. Der hat einfach keine Kraft mehr gehabt. Es ging nicht mehr. Wie viele Jahre wart ihr verheiratet, Gabi? 31. 31 Jahre. Ja. Das ist eine lange Zeit. Ja, das ist ein halbes Leben. Ja. War es eine schöne und gute Ehe? Es war eine gute Ehe. Sicher hatten wir auch unsere Höhen und Tiefen, wie es an einer so langen Beziehung auch ist. Ne? Eine Beziehung ist ja nicht nur immer Friede vor der Eierkuchen. Man hat ja auch mal Zeiten, wo es da nicht so gut läuft. Aber es war immer eine ganz tiefe Liebe da, dass wir also nie auf den Gedanken kamen, getrennte Wege zu gehen. Ne? Weißt du, was ich auch sehr in all dem Schmerz tröstlich finde, was du erzählst, ist, dass er das so gelassen, also fast gelassen aufgenommen hat. Ja, da war ich also auch sehr erstaunt, weil er eigentlich ein Mensch war, der sich immer vehement gegen alles, was ihn so auf ihn einstürzt und ihn eventuell eingeengt hat und bedrängt hat, sich vehement gewehrt hat. Ne? Ich glaube, dass einem selbst das auch in der Trauer etwas hilft. Wenn man sich vor Augen führt, dass der Mensch, ich sage mal, sich damit arrangiert hat zu gehen. Ja, ich glaube, er mir gegenüber das nie gesagt hat, aber ich habe an so ganz kleinen Äußerungen immer gemerkt, dass er genau wusste, was war. Er wusste das. Ja, wenn er jetzt ganz, ganz verbittert gekämpft hätte und geklammert hätte, wäre es noch viel schlimmer für dich jetzt. Ja. Das ist jetzt natürlich auch ganz schlimm. Das sind letztendlich keine... Es ist letztendlich kein Trost, aber ein wenig hoffnungsvoll sind diese Gedanken. Ich will es mal so ausdrücken. Nun ist dein Mann heute Morgen gestorben. Das ist natürlich ein Zustand, da ist man eigentlich gar nicht richtig bei sich. Ich bin wie gelähmt. Das ist auch jetzt, du bist jetzt heute Nacht auch wach und wahrscheinlich wirst du auch kaum schlafen. Nee, überhaupt nicht. Ich habe auch die letzte Woche, die ich dann ganz nah bei ihm war. Das war schön, auf der einen Seite war es schön, dass wir nur so eine intensive Woche miteinander hatten, weil ich ja immer bei ihm war. Aber ich habe auch die ganze letzte Woche ohne Schlafmittel, ging gar nichts, damit ich überhaupt mal ein bisschen zur Ruhe kam. Ich konnte überhaupt nicht abschalten. Aber auch das, Gabi, musst du hochschätzen, dass du diese Woche noch hattest. Und dass ihr die Woche sehr intensiv miteinander verlebt habt. Da bin ich auch dankbar drüber. Da bin ich sehr dankbar drüber, dass wir da so eng zusammen waren und so intensiv zusammen waren. Und er hat auch keinen an sich rangelassen. Er wollte nur von mir versorgt werden. Was für ihn sicher auch ganz, ganz toll war. Das heißt, er ist quasi jetzt in der Liebe zu dir verschieden. Und das ist etwas ganz, ganz Tolles für ihn gewesen, dass du bei ihm gewesen bist und deine Liebe so in seiner Nähe war. Ja, das hat er auch mir mal gesagt. Sagte, ich bin so glücklich, dass du bei mir bist hier. Ich glaube, das musst du dir immer wieder vor Augen halten, wenn du auch kurz davor sein wirst, immer wieder ganz super traurig zu sein und das Gefühl hast, dass du ganz abstürzt. Ja, aber im Moment bin ich total leer. Das glaube ich, richtig leer. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die nächste Zeit wie ich das alles über die Runden kriegen soll. Ich glaube, es muss irgendwie gehen. Ja, jetzt stehen so viele Dinge an zu erledigen. Die erscheinen einen anfänglich erdrückend, aber letztendlich ist es auch ganz gut, dass man dann beschäftigt ist und ganz viele Dinge tun muss und insofern auch abgelenkt. Ich möchte dir nochmal sagen, wie leid es mir tut. Danke, Domian. Aus tiefem Herzen wirklich. Und möchte dir gerne ein weiteres Gespräch mit Magdalena anbieten jetzt. Das würde ich sehr gerne in Anspruch nehmen. Das machen wir natürlich sehr gerne. Liebe Gabi, dann bitte ich dich aufzulegen. Magdalena ruft dich an. Danke. Wünsche dir viel Kraft für die nächsten Tage und überhaupt alles Liebe von Herzen. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Hier ist Thomas. Thomas ist 38. Hallo Thomas. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Morgen Thomas. Um was geht's bei dir? Ja,
ist folgendermaßen, ich bin lange von zu Hause weg, fast das ganze Jahr, komme zwischendurch nur kurz nach Hause. Und meine Lebensgefährtin, wir sehen uns halt lange nicht. Was machst du vom Beruf? Ich fahr auf dem Schiff, auf einem Flusskreuzfahrtschiff. Auf einem Flusskreuzfahrtschiff? Ja. Was machst du da? Ich bin Innendienstleiter, also ist vergleichbar mit einem Hoteldirektor an Land. Ach so, ich sehe hier. Also wir fahren mehrere Tage auf, also 10, 12, 14 Tage mit einer Gruppe Passagiere von A nach B. Verstehe, ich sehe hier in Köln auf dem Rhein oft diese großen Passagierdampfer hin und her fahren, ja, die dann von Holland in die Schweiz, glaube ich, fahren. Oder sogar runter an die Donau. Oder so weit, genau. Delta, genau. Ja, und da kann man dann also wohnen. 21 Tage dauern. Das ist eine Kreuzfahrt auf dem Fluss. Richtig. Ja. Ja, und? Ja, und wir haben dann im Frühjahr natürlich, also im Winter ist dann Schluss. Mhm. Da gehen wir dann nach Hause und für 8 Wochen. Mhm. Zwischendurch haben wir natürlich mal Urlaub. Und ich bin dann dieses Jahr auch ganz normal nach Hause gekommen und habe meine Freundin dann gesehen, das war auch alles in Ordnung. Und dann, ich habe einen Rechner zu Hause und habe dann gesehen, ja, sie hat verschiedene Webseiten, auf denen sie surft, was ja nichts Ungewöhnliches ist, aber da sind dann halt Webseiten dabei gewesen, wo man dann halt sieht, die haben eindeutige Aussagen, warum man sich da trifft. Sexseiten. Ja, Sex, genau. Mhm. Finde ich jetzt auch vom Prinzip her nicht so ungewöhnlich, wenn man im Netz surft, einfach um zu chatten und hatte mir dabei auch nichts gedacht. Vorab noch die Frage, wie lange seid ihr zusammen schon? 6 Jahre. 6 Jahre. Ihr seid nicht verheiratet? Nein, das ist aber, und das ist der nächste Schritt. Also wir haben uns beide gesagt, dass wir, also ich liebe sie, sie liebt mich, ich habe auch das Gefühl, dass sie mich liebt. Ja. Und du bist bist du den ganzen Sommer ununterbrochen weg oder gibt es zwischendurch auch mal ein paar Tage, wo du zu Hause bist? Es gibt ein paar Tage, wo ich mal zu Hause sein kann. Das kommt immer drauf an, wie das gelagert ist. Die Situation auf dem Schiff ist schwierig. Wir arbeiten viel mit osteuropäischen Mitarbeitern, da gibt es einen großen Wechsel und ein Großteil des Jahres bist du einfach definitiv nicht zu Hause. 3, 4, 5 Monate am Stück, dann 10 Tage zu Hause, dann nochmal 5 Monate, dann für 8 Wochen oder so. So, jetzt hast du sie erwischt, dass sie da auf irgendwelchen Sexseiten sich rumtreibt. Ja, das ist ja in Ordnung. Also, das ist ja, was hast du noch rausbekommen? Ich bin dann in die Werft gerufen worden. Wir haben ein neues Schiff in Dienst gestellt. Ich sollte das neue Schiff also mit in Dienst stellen, habe dann mein Sicherheitstraining da bekommen und alles. Und dann kam ich einen Tag früher nach Hause als geplant. Sie hatte vergessen, da diesen Webbrowser zu löschen oder was. Und dann habe ich da ein paar Seiten mehr gesehen und habe gedacht, das gibt's ja nicht und so. Wollte sie aber auch nicht konfrontieren damit und habe auch gedacht, naja, komm, ist alles gut. Und habe aber dann trotzdem, und jetzt kommt der Knackpunkt dabei, so eine Software installiert, die genau festhält, was man an einem Computer macht. Die hast du installiert? Ja. Quasi heimlich, um sie zu kontrollieren? Richtig. Was ist denn jetzt da rausgekommen? Dass sie, also erstmal habe ich dadurch natürlich alle Passworte für die Internetseiten bekommen, auf die sie geht, für ihre E-Mail-Accounts, und sie hat mehrere, das war sehr überraschend für mich. Hm. Und habe dann auch da wirklich reingeschaut und ich war geschockt, entsetzt und den Tränen nahe und wütend. Und ja, was hast du denn gesehen? Was schockt dich denn so? Ist da vielleicht auch ein bisschen faul und hat da, weiß ich nicht, da sind hunderte von E-Mails und wirklich über Monate von mit Bildern von Männern und Angeboten und E-Mails von Treffen, die toll waren. Und Ach so. Das heißt, sie chattet nicht nur, sondern sie hat sich geschrieben mit Männern und sie hat sich getroffen mit anderen Männern. Ja, definitiv. Ich habe also zwei Situationen dann in den Kopf bekommen mit Daten, die sehr einschlägig für mich waren, wo ich sie am Telefon hatte und hatte das Gefühl, das ist doch nicht sie, wie redet sie denn auf einmal und so. Und habe dann wohl zu einem Zeitpunkt angerufen, wo gerade auch ein Treffen stattfand. Da lag jemand neben mir. Ich habe sie
erreicht für eine Stunde, anderthalb. Ja. Und nach anderthalb Stunden rief sie mich an und ich hatte das Gefühl, sie ist in einem Bad oder sowas. Und dann drei Tage später gucke ich schon wieder da rein und dann sehe ich diese E-Mail von diesem Typ, der gesagt hat, hey, das war eine tolle Nummer. Er hat sogar beschrieben, was er uns besonders toll fand bei ihr, also sexuelle Praktiken. Okay, gut. Das ist ja nun so überwältigend, die Beweisfülle. Du hast sie damit konfrontiert. Nein. Du, das ist mein Problem. Ich gehe kaputt, das ist mein Problem. Wieso sprichst du sie ja nicht an darauf? Ich bin so weit weg von zu Hause. Und ich sehe das ja nicht. Ich kriege das ja, diese Daten bekomme ich per E-Mail hierher übermittelt. Ach so, du hast das so geschickt gemacht, dass du in dein Schiff kriegst, kannst du in deinem Schiff kontrollieren, was sie mit ihrem Computer zu Hause macht. Ja, das ist doch das Schlimme dabei. Das ist, ich habe dieses Ding installiert und ich bekomme diese Informationen zugesandt und ich kann das ich empfange das auf meine E-Mail und kann das hier sehen. Mhm. Und ich bin jetzt in der Situation, Du spionierst sie aus, das ist natürlich auch nicht die feine englische Art und das ist genauso zu kritisieren, definitiv. Ja. So, aber dadurch wird das nicht weniger schlimm, was du da entdeckt hast. Ja, und jetzt ist meine, aber was ich lese ist auch, sie sagt auch immer, ich habe einen Freund und sie sagt mir, ich suche jemanden zum Bowling spielen oder ich suche jemanden mal ins Kino zu gehen oder mal zum Essen gehen und bei einer gewissen Sympathie kann das ja auch mal mehr sein. Ja. So geht's hier ran. Und sie sagt, ich möchte meine Beziehung nicht beenden. Ich habe eine großartige Beziehung, aber mir fehlt halt auch der Sex. Mir fehlt halt die Berührung. Verstehe. Das ist das, was sie schreibt. Das heißt, du hast ein gewisses schlechtes Gewissen auch, weil du bist. Ja, natürlich. Dennoch, das Recht, auch wenn du weg bist, das rechtfertigt von ihrer Seite aus nicht so ein Verhalten. Ja, ich verstehe, dass sie auch jemanden treffen möchte oder Kontakt haben möchte zu jemandem. Ja, aber dann, so geht das nicht. Also ich meine, du bist nicht irgendwie weit weg im Ausland und ein paar Monate und zwischendurch bist du ja dann auch wieder da. Ja, klar. Diese Situation ist schwierig, keine Frage. Ja. Aber wie lange machst du aus diesem Beruf schon? Meinen Beruf mache ich 20 Jahre. Also. Das heißt, ihr habt euch so kennengelernt und sie hat... Ja, das war auch ganz klar, dass ich gesagt habe, du, ich bin selten zu Hause. Okay. Wie ist das denn? Also seitdem du das weißt, warst du seitdem schon wieder mal zu Hause? Ich war schon mal zu Hause. Du warst schon mal zu Hause. Also, Thomas... Ich habe auch die halbe Wohnung auf den Kopf gestellt und alles. Jetzt ist aber auch Schluss mit der Schnüffelei. Die Schnüffelei ist genauso ätzend, da gibt's gar nichts zu reden. Ja. Die ist absolut ätzend. Deswegen rufe ich an und jetzt ist der Punkt. Wir sehen uns jetzt hier auf dem Schiff. Sie kommt zu dir. Ja, und ich weiß nicht, soll ich jetzt hier auf dem Schiff sagen, du pass auf, was ich im Kopf habe ist, ich sage, du pass auf, ich weiß alles, ich habe das getan und das ist schlimm, aber ich weiß alles und lass mal damit aufhören. Ich auf meiner Seite, du auf deiner Seite, lass mal sein und ich werde mich nach dem Vertragsende sofort nach Hause versetzen lassen und ich bin dann heimatnah. Ginge das? Ja. Ich höre ja, wie sehr du an dieser Frau hängst. Dass du ihr all das vergeben ja. willst. Ja. Das ist ja schon ein ganz fettes Angebot, was du ihr da machst. Ja, natürlich musst du reden jetzt, wenn sie kommt. Ja. Da muss aber auch alles auf den Tisch. Ihr beide habt auch. Du, ich könnte das auch, dass mich das innerlich aufrüst, noch ertragen, bis ich dann. Also das ist jetzt in 4 Wochen und dann noch 4 Wochen später komme ich nach Hause. Und ich glaube, das ist nur ein Zwiespalt. Ich glaube, wenn ich zu Hause bin, dann würde ich am ersten Abend nicht, am zweiten Abend würde ich dann sagen, du pass auf, jetzt müssen wir reden. Aber wenn sie jetzt hier zum Schiff kommt, ich bin ja auch glücklich, wenn ich sie sehe und alles und wir fahren dann zusammen ein paar Tage. Ich würde das zu Hause machen, aber ich ich bin stark. Also, ja, nichts mehr verschieben. Das ist jetzt schon grauselig genug für dich, was du da... Wie lange beobachtest du das jetzt schon? Seit Februar, nein. Ihr beide Dreck am Stecken. Beide legen ihre Sachen da auf den Tisch. Und ich finde dein Angebot absolut okay. Wenn du sagst, mir liegt so viel daran, mir tut das leid, dass ich rumgeforscht habe. Du bereust es, aber du hast es ja auch getan, weil du weil du in gewisser Weise misstrauisch geworden warst. Ja, natürlich. Und du bietest ihr sogar an, dass du deinen Job wechselst und in Heimatnähe kommst. Was will sie mehr? Was will sie mehr? Also das ist schon reichlich viel. Ich wundere mich, dass du bei aller Selbstanklage, dass du da geschnüffelt hast, nicht mehr Zorn auf sie hast. Du hast ja fast Verständnis für sie. Ich mache 20 Jahre Gastronomie. Wir haben gelernt, damit umzugehen. Der Zorn,
ist ein Gefühl, das ist wie, ich kenne keinen Neid, ich kenne keine Eifersucht eigentlich, habe ich niemals empfunden. Herr Schumann, ich empfinde auch jetzt keine Eifersucht, wenn also ich an, es, an es dem kann Ort, ja in, es kann ja in der Tat sein, dass sie, was sie da in ihren Mails geschrieben hat, dass sie, dass das bei ihr auch so ist, dass die, dass das Herz, dass ihr Herz dir gehört. Und vielleicht ist sogar dieser kleine GAU, der da jetzt passiert ist, vielleicht sogar eine Chance für euch, nochmal von vorne anzufangen und euch richtig zusammenzuraufen und ja, einen guten Start hinzulegen. Sprich mit ihr, das ist gut. Aber in Persona. Also, wenn sie jetzt zu dir kommt, mach es und mach es genauso, wie du es mir gerade vorgeschlagen hast, das finde ich gut. Natürlich auch sehr klein. Ne? So egal. Privatsphäre ist schwierig. Naja, aber ihr habt eine Kabine, wo ihr reden könnt. Ja, na, das auf jeden Fall. Also ich wünsche alles Gute und viel Glück. Danke dir. Lieber Thomas. Tschüss. So, meine Lieben, 1.36 Uhr gleich und das ist eine schöne Zeit für eine Domian-Postecke. Ich habe Post bekommen von einer Frau oder von einem Herrn Meier. Weiter ist das nicht zu ersehen, eine Mail, und die Person schreibt: Sehr geehrter Domian, ich sehe öfter mit Interesse Ihre Sendung. Nun ist mir etwas gewaltig aufgestoßen. Ich frage, gibt es denn keine Rechte von Notarztpatienten auf eine Privatsphäre? In einer Ihrer letzten Sendungen sprach eine Unfallärztin von dem furchtbar zugerichteten Gesicht eines Mannes, der sich in den Mund geschossen hatte. Die Ärztin kam damit nicht zurecht. Hat sie durch ihren Anruf nicht gegen die ärztliche Schweigepflicht verstoßen? Wenn ich mir vorstelle, ich würde den Notarzt rufen und dann kommen später Details in die Öffentlichkeit, nur weil das Notpersonal die Krise kriegt. Ich finde, Sie, Herr Domian, hätten in diesem Fall die Betroffene an die Telefonseelsorge verweisen müssen. Mit freundlichen Grüßen. Liebe Frau oder Herr Meier, ich kann das verstehen im ersten Moment, dass man das so empfindet, wie Sie es empfunden haben. Aber die Ärztin, die vor ein paar Tagen auf dem Sender war, hat keinen Namen genannt. Natürlich nicht. Sie hat keinen Ort genannt. Und sie hat auch sonst keine Fakten genannt, die in irgendeiner Weise eine Identifikation hätten möglich machen können. Somit war das ein komplett anonymer medizinischer Fall. Und so, wie wir es hier letztendlich dann gemacht haben und in dem Gespräch dann auch dokumentiert haben, finde ich, kann man das machen. Und ich bitte um Ihr Verständnis. Oh, dann eine böse Mail aus Ulm. Anonym. Wie so oft böse Mails. Hallo Domian, schreibt ein Mensch. Letzte Woche rief bei dir jemand an, der macht Pet Play, eine Sex-Variante, die ich noch nicht kannte. Seine Freundin spielt für ihn den Hund, sie bellt, lässt sich ausführen und isst aus einem Hundenapf. Donnerscheiß, geht es denn noch perverser? Ich bin fassungslos, wenn ich sowas höre. Und du, Domian, redest mit dem Typ auch noch ganz normal, wo er doch seine Frau so dermaßen erniedrigt. Wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Lieber anonymer Schreiber, bevor man Kritik äußert, sollte man vielleicht auch genau und wirklich sehr genau hinhören. Es ging in diesem Fall zugegeben um eine sehr ungewöhnliche sexuelle Spielart, nämlich ein Rollenspiel. Aber das ist ganz wichtig, dieses Rollenspiel basierte auf dem absoluten Einverständnis beider Personen, auch auf dem Einverständnis der Frau. Und insofern finde ich das dann völlig in Ordnung. Es ist auch nicht mein Geschmack und mein Ding, und ich finde das auch ein bisschen sehr abgefahren, sowas. Aber wenn es den beiden denn Spaß macht und sie schaden niemandem, das ist ja immer das Kriterium, sollen sie es doch bitte schön auch machen. Und gerne hier auch erzählen, damit wir auch erfahren, was es alles so in der sexuellen Welt noch so gibt. So, weiter eine Mail. Ja, eine Mail von Anja aus Mülheim an der Ruhr. Sie schreibt: Hi Domian, ich möchte mich herzlich bei dir und euch bedanken. Es gab einen sehr dramatischen Fall in deiner Sendung vor einigen Monaten, den ich nicht näher beschreiben möchte, um nicht erkannt zu werden. Fast genau dasselbe ist mir auch passiert. Und so hast du das, was du deiner Anruferin gesagt hast, quasi auch mir gesagt. Danke. Ich war bei der Polizei und bin jetzt in einer Klinik. Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Ohne euch hätte ich für all das nie den Mut gefunden. Was für ein Glück, dass es so eine Sendung gibt.
Ich freue mich, ich weiß ja nicht genau, um was es sich handelt, liebe Anja, aber ich freue mich, dass das jetzt so gut bei dir gelaufen ist und wünsche dir natürlich von Herzen alles Gute. So, und noch eine Mail aus dem schönen Brandenburg von Tobias, 27 Jahre alt. Der schreibt: Hi Domian, ich habe neulich mit sehr großem Interesse deine Show zum Thema Geheimnisse in der Partnerschaft gehört. Eigentlich hätte ich auch sehr gerne mit dir gesprochen, ich bin aber leider nicht durchgekommen. Meine Ex und ich waren über 4 Jahre zusammen, hatten auch ein Geheimnis. Während wir miteinander schliefen, musste unbedingt immer im Hintergrund eine Sex and the City DVD laufen. Begründen kann ich es nicht. Nur in den Urlauben mussten wir darauf verzichten und freuten uns dann umso mehr, wieder zu Hause zu sein. Das war Tobias, 27, aus Brandenburg. Ende unserer heutigen Postecke. Und schon geht es weiter mit Volker. Und Volker ist 47 Jahre alt. Hallo Volker. Hallo Domian. Hallo Volker. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, ich bin alleinerziehender Vater mit 2 Jungs, also seit voriges Jahr geschieden. Voriges Jahr geschieden? Ja, voriges Jahr geschieden. Und wie alt sind die Jungs? Die sind 15 und 17. Ja. So, ich war jetzt im Krankenhaus von Ende April bis Anfang Mai und habe eigentlich die Hammerdiagnose gekriegt. Und zwar habe ich ALS. Das heißt, dass langsam aber sicher mein gesamter Körper gelähmt wird. Dein ganzer gelähmt wird? Ja. Also im Moment kann ich kaum noch laufen. Das fällt mir schon ziemlich schwer. Ja. Ich kann sagen, für 100 Meter brauche ich 10 Minuten, um zu laufen. Ja. Ja. Wie hast du die ersten Symptome wahrgenommen? Was hast du da gemerkt? Als allererstes habe ich gemerkt, wo ich mal schneller laufen wollte, weil ich über die Ampel gehen wollte, dass ich nicht mehr rennen könnte. Wann war das? Das war im Oktober, am 24. November genau. Im letzten Jahr? Vor Jahr, ja. Ich könnte nicht mehr rennen. Also ich habe das Bein nicht hochgekriegt, wäre fast hingefallen, bin dann langsam gelaufen, habe das aber nicht für ernst genommen. Und dann im Februar ging es eigentlich los, Mitte Februar jetzt, diesen Jahres, dass ich Schwierigkeiten hatte, die Treppe runterzugehen bei mir zu Hause. Also die Füße haben gezittert wie verrückt. Und ja, jetzt wird es immer schlimmer. Und dann warst du jetzt im Krankenhaus und da hat man die Diagnose gestellt. Sagst du nochmal genau die Erkrankung, wie heißt die? ALS. ALS, genau. Das ALS, ich, ja. Genau, ja. Und diese Erkrankung führt zwangsläufig zur vollkommenen Lähmung. Nicht nur zur Lähmung, die führt auch zum Tod. Ist nicht heilbar und steht eigentlich fest. Kann man eine Aussage machen, wie schnell die Krankheit sich entwickelt? Nee, kann man nicht. Ja. Ich war jetzt erst am Mittwoch wieder bei der Ärztin, bei meiner Neurologin. Die hat gesagt, ja, mit alles, man kann schon länger noch damit leben. Es gibt ja heutzutage auch künstliche Beatmung. Heißt also, es wird irgendwann mein Atemmuskel gelähmt werden. Das ist das Lebensbedrohliche, wenn die Atmung dann gelähmt wird und dadurch ausfällt. Ja. Ich höre jetzt immer so, wenn du sprichst, ab und zu so ein Atmer. Hat das auch mit der Krankheit schon zu tun? Nee, im Moment nicht. Das im Moment nicht. Das ist vielleicht ein bisschen der Aufregung und so. Ja. Ja. Wissen deine Jungs, wie schwer krank du bist? Nee. Bitte? Weiß keiner aus der Familie. Keiner aus der Familie? Nein. Weiß nur niemand. Aber du warst ja doch nur eine Weile im Krankenhaus. Was hast du den Jungs erzählt? Warum? Und ich habe denen erzählt, das ist eine Nervenkrankheit, die Befehle vom Hirn an meine Beinmuskeln nicht mehr weitergibt, die sie sich bewegen sollen. So habe ich es auch allen anderen erstmal erklärt. Ja. Und mit meiner Neurologin bin ich jetzt erstmal so verblieben. Die wird es nächste Woche meinen Eltern erzählen. Denn ich bin nicht in der Lage, denen das zu sagen. Deine Eltern sind die noch fit, beide? Ja, meine Mutter wird 80. Ja. Mein Vater, der wird 76. Und die sind aber noch ganz gut so gesundheitlich dabei? Naja, halbwegs. Halbwegs. Also, und du möchtest es ihnen nicht persönlich sagen? Nee, das kann ich nicht. Die Ärztin hat mir angeboten, dass sie es ihnen sagt. Ich muss nicht dabei sein.
Angst davor? Hättest du Angst davor, es ihnen persönlich zu sagen? Ja. Warum? Vor 5 Jahren ist meine Schwester glücklich verstorben. Für uns alle unerwartet. Meine Mutter hatte da auch einen Herzinfarkt. Ach, ich verstehe. Du möchtest den alten Leuten, du hast so große Angst, ihnen diesen Schmerz noch zuzufügen. Der ja nicht bösartig gemeint ist, aber das ist halt ein Schicksalsschlag. Ja, müssen sie es ja. Natürlich. Ja, eigentlich abzuwählen. Ich kann ja fast nichts mehr machen. Die beiden Jungs, du bist quasi jetzt alleinerziehend und verantwortlich für die Jungs seit einem Jahr. Ja. So wie du dich jetzt beschrieben hast, ist es doch sicherlich schon beschwerlich für dich, so den Haushalt zu führen und all das, was man so mit... Die helfen mir mächtig, Fülle. Die helfen dir? Die helfen mir auch beim Essen machen, Wäsche waschen, das macht mein großer Hans allein. Ich habe bloß gesagt, wie er es einstellen muss. Dann wird die Wäsche aus der Maschine, hängt sie auf. Du arbeitest von alleine. Ja, du arbeitest nicht mehr? Nee, das ich arbeite nicht mehr. Ich bin jetzt seit 2 Jahren arbeitslos, also 2,5 Jahre. Also, dass deine Eltern das erfahren, ist natürlich sehr wichtig. Gibt es sonst noch nahe Menschen außer deinen Söhnen um dich herum? Ja, das sind erstmal meine ehemaligen Schwiegereltern. Das Problem ist, wenn es meine Eltern erfahren, erfahren es meine Schwiegereltern auch. Weil die Kontakt miteinander haben? Ja, die wohnen im gleichen Haus. Ist denn dein Kontakt zu denen auch gut? Der ist sehr gut. Und zu deiner Ex-Frau, wie ist da der Kontakt? Eigentlich verstehe ich mich mit ihr jetzt besser als zur Zeit, wo wir verheiratet waren. Ach so. Kinder haben auch regelmäßig Kontakt mit ihr. Bloß wenn es die alle erfahren, irgendwann müssen wir es den Kindern auch sagen. Wie sage ich es den Kindern? Das ist mein Problem. Ja, da wollte ich gerade darauf hinaus. Ich meine, die Jungs sind ja nun wirklich alt genug, um auch ganz ernst mit den beiden darüber reden zu können. Ich finde auch, dass du das machen musst, um auch die Jungs einfach darauf vorzubereiten, was auf sie zukommt. Ja. Also ich habe mir auch vorgenommen, wenn es anders war, meine Eltern, die haben mittags einen Termin bei einer Ärztin, dass ich dann auch erstmal alle anderen informiere, und wenn die Jungs aus der Schule kommen, dass ich mich nachmittags mit denen einsetze. Mit denen das Sarah hat das Problem, die da anziehen. Weißt du, was ich auch wichtig finde, Volker, dass du persönlich den Jungs das sagst und nicht, dass die das über Oma, Opa oder irgendwelche anderen Leute erfahren. Ich will das persönlich machen selber. Ich will nicht, dass die das von anderen erfahren. Du hast gerade gesagt, du weißt nicht, wie du das machen sollst. Ja. Aber ich glaube, dass du es intuitiv richtig tun wirst. Du sagst gerade schon, dass du dich nach der Schule mit ihnen hinsetzen willst. Und wahrscheinlich wirst du es ihnen genauso sachlich erklären, wie du es mir gerade erklärt hast. Mein Kleiner, der kennt sich alles mit Medizin. Also wenn ich denen sagen würde, ALS, dann weiß der sofort, was Sache ist. Weil wir haben uns ja mal vor kurzem drüber unterhalten, weil ich da einen Bericht im Fernsehen irgendwo gesehen habe, auch über die Krankheit. Also der wüsste sofort, was Sache ist, bevor ich dich bloß das sagen. Was meinst du denn, wie die beiden Jungs das aufnehmen werden? Keine Ahnung, wie das aufnehmen werden. Ich habe mir auch überlegt, ob ich nicht vielleicht mal bei denen in der Schule mache, direkt mit der Direktorin spreche, ob die dort auch Psychologen haben, dass die sich, wenn was Auffälliges ist, eventuell mit den Kindern zusammensetzen können. Finde ich auch eine gute Idee. Manchmal unterschätzt man aber auch so ganz junge Leute. Manchmal sind die reagieren die ganz erwachsen und sehr, sehr klug auch und können mit so einer Situation gut umgehen. Ich habe hier schon mit so vielen jungen Leuten gesprochen, deren Eltern schwerstkrank waren, wo ich höchsten Respekt vor empfunden habe, wie toll die das gemeistert haben und das auch verstanden haben. Nimmst du schon sehr starke Medikamente ein, Volker? Also ich habe Medikamente, die sind schweinemäßig teuer. Das ist also fast 500 Euro kosten für 4 Wochen. Zahlt die Kasse das? Ja. Bis jetzt ja. Meine Ärztin hat gesagt, ich bin auf die Tabletten angewiesen. Ich muss die nehmen, da müssen die das bezahlen. Und diese Tabletten, die halten den Fortgang etwas auf? Oder wie kann man das verstehen? Die sollen dazu sein, dass die Symptome nicht so stark auftreten. Ich verstehe. Dass ich also jetzt mich halbwegs noch bewegen kann. Jetzt haben wir gerade über deine Eltern, über die Schwiegereltern, über deine Söhne gesprochen. Lass uns doch mal über dich sprechen. Du bist ein Mann von 47 Jahren, was kein Alter ist. Wie nimmst du denn diese schlimme Diagnose auf? Sagen wir, die ersten 2 Tage, wo ich sie gehört habe, gut, ich wusste, was es ist, dass es tödlich ist, aber so richtig realisiert hatte ich es da noch gar nicht.
eigentlich erst richtig realisiert habe ich diese Woche Mittwoch. Was war diese Woche Mittwoch? Ja, wo ich bei meiner Ärztin war und war mit schönen Jüdern unterhalten. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich denn, ob meine Eltern Bescheid wissen und die anderen alle. Mhm. Da kam es erst richtig raus bei mir. Verstehe. Mhm. Besteht denn die Hoffnung, lass uns mal so den günstigsten Fall denken, besteht denn die Hoffnung, dass bei langsamem Fortschreiten, bei guten Medikamenten, dass du doch noch eine relativ hohe Lebenserwartung hast? Das kann keiner sagen. Mhm. Kann sein, dass ich nur noch 2 Jahre lebe. Mhm. Kann auch sein, dass ich 10 oder 15 Jahre lebe. Mhm. Aber dann ist wirklich nur noch die Alternative künstliche Beatmung. Künstliche Beatmung. Mhm. Ja. Mhm. Anders jetzt nicht. Weil es wird so weit kommen, dass es eben meine Atemmuskulatur lähmen wird. Ja. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ja. Umso wichtiger ist, dass du jetzt die Zeit, wo es dir noch relativ gut geht, dass du die in einem guten Maße nutzt für dich, für deine Kinder, mit deiner Familie, dass du noch die Dinge tust, die möglich sind zu tun und das auch alles so genießen kannst und genießt. Aber das ist natürlich auch leichter gesagt als getan, wenn man so eine Diagnose im Nacken sitzen hat. Aber dennoch ist jeder Tag wichtig. Jeder Tag, der einigermaßen gut verläuft, ist dann ein guter Tag, wenn man das so sagen sollte. Man kann nur eigentlich sagen, jeder Tag, den man noch lebt, ist ein guter Tag. So. Im Grunde genommen. Ja, im Grunde genommen. Ja. Das kann man gar nicht an. Hast du recht, hast du recht. Hm. Es bleibt mir anders übrig in dem Moment. Hm. Schon scheiße, die Situation. Ja, das kann man so sagen. Da hast du recht. Aber sprich wirklich, aber du hast es ja eh vor und sprich mit deinen Jungen. Und ich finde, du hast es klug alles ein überlegt schon, dass du eventuell dann mit der Schule auch sprichst, falls der eine oder der andere das doch nicht so gut verkraftet, dass sie aufgefangen werden von einem Psychologen. Man will ja auch nicht, dass die Kinder abbleiben in der Schule. Genau, genau. Die Schulbildung ist heutzutage das Wichtigste. Definitiv, definitiv. Ja. Du hast ein gutes Verhältnis zu deinen Jungs. Oh ja. Ja. In Süd gibt es zwar manchmal Streit. Naja. Überall. Das ist normal. Aber sonst eigentlich nicht ganz Gutes. Mhm. Volker, vielleicht wäre es ganz gut, wenn du auch noch mal jetzt ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Vielleicht ist das noch ganz hilfreich für dich und vielleicht auch noch interessant, dass du ein paar Tipps von uns bekommst. Ja, das finde ich gut. Ich wünsche dir von Herzen, dass du noch viele, 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 viele gute Tage haben wirst und die mit deinen Lieben auch genießen kannst. Ja, alles klar. Alles Liebe und du legst auf und wirst von Magdalena zurückgerufen gleich. Alles klar, ich danke dir. Tschüss, Volker. Tschüss. Tschüss. Wen haben wir jetzt? 24 Jahre alt ist mein nächster Gast hier am Telefon und sie heißt Vanessa. Ja, hallo Domian. Hallo Vanessa. Ich freue mich, dass du da bist. Ich mich auch. Um was geht's denn bei dir? Ja, es geht darum, dass ich seit 3 Monaten einen Zuneigungsfreund habe. Ein was für Freund? Ein Zuneigungsfreund. Seit 3 Monaten. Seit 3 Monaten ein Zuneigungsfreund? Ja. Was ist das denn? Andere würden sagen, halt eine Sexbeziehung. Ach so, habe ich ja nie gehört. Zuneigungsfreund? Woher hast du das Wort denn? Ja, das hat er sich so ausgedacht. Ach so, das gibt's eigentlich gar nicht. Nee, habe ich vorher auch noch nie gehört, aber ist jetzt halt so. Das klingt ein bisschen netter und vornehmer als eine reine Sex. Ich hab seit 3 Monaten eine Sexbeziehung. Ja, richtig. Aber wir wissen jetzt, über was wir reden. Genau. Ja. Okay. Ja, ist doch erstmal ganz nett, oder? Eigentlich schon, ja. Aber ich habe mich verliebt. In den Zuneigungsfreund? Ja. Aber der Zuneigungsfreund hat sich nicht in dich verliebt? Ich denke nicht, nein. Oh, ich weiß nicht. Das ist natürlich ein Problem. Ja. Wie fing's denn an mit euch beiden, Turteltauben? Ja, also wir kennen uns von der Schule von früher, aus der Grundschule. Ja. Hatten dann lange keinen Kontakt, haben uns dann im Internet auf so einer Seite, wo jeder ist, wiedergefunden. Mhm. Haben dann erst gemeldet, dann telefoniert und dann haben wir uns mal getroffen. Ja, und dann... Ging es gleich zur Sache? Nein, so nicht. Nein! Hätte ja sein können. Bei Zuneigungsfreunden weiß man ja nie, dass die gleich dann ran an den Speck. Nein, so war es ja nicht. Nee. Nee, aber ja, irgendwie... Ihr habt euch erstmal eine Weile gut unterhalten. Genau. Mhm. Ja, und dann hat sich das halt so ergeben.
Und so in den letzten 3 Monaten, wie oft habt ihr euch gesehen? Oder wie oft seht ihr euch in der Woche so ungefähr? Es ist immer unterschiedlich. Also manchmal einmal die Woche, dann mal 2 Wochen gar nicht. Aber es besteht halt ständig Kontakt. Aber wenn ihr euch seht, dann kommt es auch immer zum Sex. Ja. Ja, das schon. Und wenn ihr dann fertig seid, geht er schnell nach Hause? Nein. Nee. Nein. Man bleibt dann auch noch ein bisschen zusammen und redet. Genau. Ja. Hat er eine Freundin? Nein. Nee. Er ist seit 2 Jahren überzeugter Single. Ja. Wohnt er in deiner Umgebung? Ja. Also auch eine praktische Voraussetzung. Das stimmt, ja. Seit wann weißt du denn jetzt, dass du in ihn verliebt bist? Ja, so seit 2 Monaten. Ach doch, so schnell dann? Ja. Und wie hast du das gemerkt? Ja, wir hatten, wie merkt man das? Ja, wenn man Schmetterlinge im Bauch hat, irgendwann dann... Wenn man Schmetterlinge im Bauch hat, wenn man immer zu an den denkt und wenn man eben nicht nur an Sex denkt, sondern überhaupt an die Person so im Allgemeinen und allen möglichen romantischen Quatsch sich ausmalt mit der Person und so weiter, ne? Genau. So, ja. Aber du hast ihn darauf noch nicht angesprochen. Doch, er weiß es. Ach, er weiß es schon? Er weiß es, und wie hat er darauf reagiert? Ja, er hat gesagt, ja, ich habe dich die ganze Zeit gefragt, ich wusste das. Ja, und dann, was soll ich sagen? Ne? Dann hat er gesagt, ja, dann guck mir in die Augen und sag, du kommst damit klar. Ja gut, dann habe ich ihn halt angelogen, ihn angeguckt und gesagt, ja, ich komme damit klar, alles super, ich habe damit kein Problem. Moment, ich komme damit klar, dass? Dass du nichts von mir willst und dass wir uns halt nur so treffen. So sagt er es von sich. Also er sagt, ich will von dir, Vanessa, nichts und ich treffe mich nur so mit dir. Genau. Und er hat zu dir gesagt, damit musst du klarkommen. Nein, er hat gesagt, solange ich damit klarkomme, Ach so. Lassen wir es so laufen, aber sobald ich damit nicht mehr klarkomme, dann halt nicht. Und du hast natürlich ja gesagt, weil du ihn nicht verlieren willst. Richtig. Und so, mir tut es jedes Mal weh, wenn du ihn triffst. Wenn er hier ist, geht es mir gut. Aber wenn er damit, ist, genau. Hältst du es für möglich? Oder war das so ganz eindeutig, wie er das gesagt hat? Ja, ne? Wenn er es so sagt? Nein. Nee? Nein, er widerspricht sich ständig. Also wenn ich dann sage, oh, den finde ich toll, und weil ich mag halt tätowierte Männer, und dann meinte er halt, ja, ich klebe mir dann mal bunte Bildchen auf den Körper und halt sowas. Ja gut, da geht's um Sex. Er will ja sexuell für dich attraktiv sein. Vorsicht, als Verliebter deutet man in jeden kleinen Scheiß gleich ein großes Gefühl bei dem anderen. Vorsicht, Vorsicht. Ja, aber es geht schon die ganze Zeit eigentlich so. Ja, das ist fatal. Das ist, ja, aber... Das ist schwierig, Vanessa. Das ist wirklich schwierig. Nehmen wir mal an, es ist wirklich so, wie er gesagt hat. Da ist es für dich eine unglückliche Konstellation, aus der du raus musst. Weil jeder Sex, den du mit ihm hast, ist wieder ein Rückschritt für dich. Und du wirst wieder trauriger und sehnsuchtsvoller und du kriegst ihn sowieso nicht. Wenn da auch nur ein Hauch Hoffnung besteht, dass er vielleicht auch in die Richtung, ja, dann kann man das noch eine Weile machen. Aber... Vielleicht merkst du das erst, wie ernst und ob er es wirklich ernst meint, wenn du sagst, ich gehe. Das habe ich schon ganz oft versucht. Das musst du natürlich auch konsequent machen, weil sonst nimmt der andere das nicht ernst und dann denkt er, naja, die sagt das 1000 Mal, aber sie macht es dann doch nicht. Ja. Wie lange wollen wir es noch so laufen lassen? Ja, das weiß ich nicht. Ja, aber im Ernst, Vanessa, das ist eine Verstrickung, die einen sehr traurig macht, wenn man eine solche Verbindung hat mit jemandem, wenn der wirklich nichts von einem will. Und eigentlich so nach ein paar Monaten weiß man das, ob derjenige das ernst meint oder nicht ernst meint. Und wenn man da ganz rigoros den anguckt und das nicht verklärt, was der tut und sagt, dann wittert man das auch, was los ist. Und dann wirst du den üblen, den schlimmen und für dich schmerzhaften Schritt tun müssen und dich von ihm zurückziehen. Ja, sage ich jetzt mal so und die andere Seite in der Leitung schweigt. Das ist keine schöne Erkenntnis, aber es ist so. Ja. Das stimmt. Forcier es aber noch ein bisschen. Ich meine, du hast ja nichts zu verlieren. Poker mal ein bisschen hoch noch. Die nächsten Male und versuch ihn aus der Reserve zu locken. Wenn das nicht funktioniert und wenn du merkst, da ist wirklich gar nichts gebacken, dann sagst du Tschüss. Und dann ziehst du es auch durch. Ja. Und dann ziehst du es auch durch. Und wenn bei ihm was ist, garantiere ich dir, dass der nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen bei dir auf der Matte steht und sagt, Vanessa,
Ich liebe dich. Ich will mit dir zusammen sein. Ja. Das wär's natürlich, ne? Ja, das wär's. Mann, oh Mann. Ich wünsche alles Glück der Welt, Vanessa. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. In der Technik heute war Gero Kuntermann. Wer Fußball guckt, möge Spaß am Fußball haben. Wer raus in die Natur geht, mag daran Spaß haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein nettes Wochenende. Bis Montag, dann wieder eine offene Sendung. Tschüss.